Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Grounded mit unserem Max. Und wie angekündigt letzte Folge, bin ich hier mal so ein bisschen auf der Jagd nach... Oh, hier gibt's auch Fliegen. Hier können wir die Quest vielleicht mal bei... Oh ja, hier ist gut. Bin ich auf der Suche nach Madenfleisch? Achtung, da drin sitzt eine Spinne. Nicht so da reinfliegen. Nach Madenfleisch, nach Madenschleim. Und natürlich hier, hier ist noch eine, komm her. Zack. Das nehmen wir mal mit. Dann machen wir hier die Bienen, die... Lässt du das los? So, wie viele Fliegen brauchen wir denn noch? Zwei. Ah, guck hin. Hallo. Zack. Quest erledigt. 75 pure Wissenschaft. Ich bin begeistert. Wo sind die anderen hingefahren? Da sind noch die Maden. Da meinen wir jetzt auch noch ein kleines bisschen mitnehmen. Aber wenn wir auch schon mal hier sind, nehmen wir natürlich auch gleich die Eichel mit, weil davon brauchen wir auch eine ganze Menge. Ja, schön. Dann leiten wir die Runde heute mal mit so einer kleinen Farmrunde ein. Gehört auch dazu. Dann nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Zack. Madenschleim haben wir jetzt 6 Stück, das reicht auf jeden Fall. Aber hier die Eichel noch mitnehmen. Weil wir brauchen ja auch ganz, eine ganze Menge Kisten, ne? Da brauchen wir natürlich auch ganz viele Eichelgeschichten. Und die sollen hier wohl relativ schnell auch nachspawnen. Oh, guck mal, hier liegt noch eine Eichelkappe. Die Eichelbrocken sind auch gut, die können wir essen. Läuft. Nur mal ein bisschen die Augen offen halten, was wir hier... Dass uns keine Spinne oder dass vor allen Dingen nicht, dass uns eine Spinne über den Weg läuft, sondern dass. Oh, Alter. Dass wir in die Spinne laufen. Davor habe ich eher Angst. So. Wo sind sie denn jetzt rumgekrabbelt? Ich habe sie doch eben noch. Jedes Mal, wenn du die Schaufel rausholst. Das ist nichts mehr. Halt, halt. So eine Schale, die brauchen wir auch. Schön. Da drüben ist noch. Wisst ihr, was ich meine? Oh, da ist sie wieder. Durchs Blatt. So. Dann haben wir 7 Madenschleim. Das sollte eigentlich reichen. Cool, hier bin ich auch noch nicht durch. Ja, schön. Nee, das sollte reichen, Leute, für den Smoothie Maker. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, von damals. Also, wenn ich sage damals, meine ich halt damit, wo ich ins Spiel mal reingeguckt habe. Dann müsste. Hallo, Larve. Guckst du dir an? Habt ihr das gesehen, wie schnell die platt war? Aucherlunge. Hallo, Biene. Fliege. Ein Fleisch. Bleib hier. Ein Fliegenpelz brauche ich auch für irgendwas. Zack, dann brauchen wir noch 3 von diesen Larven. Leute, dann haben wir das doch schon durch. Dann kommen wir zum Burger. Sau stark. Alles klar. So. Was ich sagen wollte, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, dann brauche ich für diese Smoothies, die Energie zurückgeben, also die die Leben regenerieren, brauche ich, glaube ich, hier Pflanzenfasern, solche kleinen Springs. Die hießen im Englischen noch Sprigs. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die jetzt hier in der deutschen Übersetzung heißen. Hallo, Marienkäfer. Ich grüße dich. Aber nicht, dass du mir jetzt hier... Nee, gut. Alles andere kannst du zusammenreißen. So, pass auf. Da ist er. Smoothie mixen. Und zwar, pass auf, wir legen jetzt erstmal hier den Kram auf den Grill.
Das mal braten, das mal braten, das mal braten. Was ist? Hör auf, mach mir da bitte nichts kaputt. Nee, macht er nicht. Was hat er denn? Ist Aggro auf irgendwas. Blödes Gras. Blödes Gras. So, das können wir mal hier dazulegen. Das ist fertig. Dann haben wir hier was Leckeres zu schnabulieren. Das wird jetzt alles gegrillt. Zack, zack, zack. Dann können wir das hier braten, das hier braten, das hier braten. Hat sich nicht eben dieses... Ach nee, da unten ist er. Was machst du denn da unten? Was, jetzt sei doch nicht so aggressiv, Junge. So, diese Bricks brauchen wir. Ich sammle die jetzt gerade mal hier ein, weil die wachsen hier ja auch ständig. So, und dann können wir mal... So, pass auf, wenn ich das noch richtig weiß, brauchen wir hier sowas. Dann brauchen wir sowas. Und war das dritte nicht Klee? Warten wir noch Klee? Wir hatten nur noch Klee. Komm, wir holen schnell Klee. Aber ich meine, es wäre Klee gewesen. Wenn ich es noch richtig aus dem Kopf weiß. Da vorne ist doch Klee, ne? Ole. Lass mich doch jetzt hier durch. Genau. Weil wenn ich das Rezept nämlich noch weiß, dann brauchen wir da gar nicht rummachen. Dann haben wir schon das, was wir brauchen. Achtung. Herstellen. Ja! Öko-Power. B, eingeprägte Rezepte. Öko-Power. Sehe ich jetzt irgendwo, was der kann? Also, ich glaube, das war der. Ein deliziöser Mix vom Garten gleich aus der Nähe und bestimmt auch den Fairtrade. Verbessert die Ausdauererholung. Ja, das ist ja nicht schlecht. Aber irgendwo konnte man doch da noch einen Smoothie mixen, der einem auch Leben zurückgibt. Da muss ich nochmal gucken, Leute. Was läuft so denn hier im Kreis? War doch nicht so ein Stress. Nee, der gibt einem doch auch Dings zurück. That was refreshing. Ja, der gibt auch Leben zurück. Der gibt auch Leben zurück, Leute. Dann baue ich von dem mal ein paar. Inventar voll. Oh, wir müssen uns eine. Wir brauchen dringendst eine Kiste, wo wir Lebensmittel reinpacken können, ohne dass der ständig ein Feed rangeht. Warum habe ich denn hier tausende von so Pusteblumen einstecken? Wie heißen sie schnell noch? Löwenzahn. Pusteblumen nennt man sie aber auch, ne? Meine ich zu wissen. Wir hätten hier auch Ding gehabt. So, dann gib mir die mal rüber. Die Madenhaut, die können wir auch zusammenlassen. Das bleibt mal hier drüben. Ein Zehner von dem kannst du mir mal geben. Das da mal rüber. Gott, wir haben zu viel Kram. Wir haben zu viel Kram. So. Kann ich da nicht gleich alle durchlaufen lassen? Scheint nicht so. Bräuchten wir noch ein bisschen Klee. Den holen wir uns jetzt, Ole. Ja, das ist schön, wir haben hier alles vor der Haustür. Guck's dir an. Die Frage ist bloß, wie schnell spawnt der Kram nach, ne? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ich glaube relativ schnell. Relativ schnell. So. So, das soll jetzt erstmal reichen für ein paar Smoothies. Dann haben wir die schon mal am Start. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Also dann haben sie das Rezept noch gelassen. Aber da gibt es noch ganz viele, da werde ich mich nochmal schlau machen, Leute. Da haben wir noch eins, da haben wir noch eins, da haben wir noch eins. Schön. Was würde uns jetzt, Achtung, ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Ich baue uns jetzt nochmal so eine kleine
Essenszubereitung nützliches Vorratskorb. Da brauchen wir 3 Seile. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ah, hier. Ne, da haben wir. Zack, leg die mal hier rüber. Dann können wir jetzt hier mal fix 3 Seile craften. Ein grobes Seil. 4 Stück. Herstellen. Nützliches Vorratskorb. Konstruieren. Und da machen wir jetzt erstmal unsere Vorratsbox draus. Die stellen wir hier oben hin. Ah ne, da kommt keiner ran. Das kriegen wir mit, wenn da einer rangeht. So. Und da kommt jetzt erstmal alles Gebratene rein. Das haben wir noch zum... Jo, das ist schon gebraten. Das spoilt halt wahrscheinlich auch ziemlich schnell. Aber momentan haben wir ja keine Ameisen da, ne? Also locken wir... Die haben wir ja alle vertrieben. Den Madenschleim gibst du mir mal rüber. Das wollte ich noch kochen, genau. Braten. Ach, das waren schon wieder. Jetzt haben wir aber ordentlich, ne? Die Smoothies können wir mal auf die 8 packen. Ach ne, wird noch gebraten. Madenbraten, Fliegenbraten. Sehr schön. Ja, dann haben wir doch schon wieder einiges erreicht, finde ich. Wichtig ist jetzt die Larven. Komm, die machen wir heute noch zusammen, würde ich sagen. Die checken wir jetzt nochmal aus. Fliegenbraten. Das packen wir da oben in unsere Vorratskiste. Zack. 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 Einen davon nehmen wir mit und essen ihn gleich. Wo ist er? Hier. Just like a fruit pounder. Yeah. Gut, dann haben wir hier oben unsere... Die Geschichte. Da haben wir das drin. Dann können wir hier einfach... Oh Gott, haben wir so viel Kram. Guckt euch das an. Da ist noch Essen. Das muss noch oben in die Kiste. Das mal hier rüber. Das oben in die Kiste, dann haben wir es doch schon. Das Ding können wir auch schon wieder reparieren. Okay. Nee, können wir nicht. Es fehlt am Distelstachel. Na gut, dass wir jetzt die Ameisen-Geschichte haben. So, was haben wir eigentlich für eine Rüstung? Ah, wir haben die Dings-Rüstung an, das passt. Das legen wir mal hier dazu. Und das geht auch hier rüber. Und das legen wir noch hier rüber. Passt. So, dann lasst uns mal noch nach den Larven gucken. Und dann brauchen wir den Burgle Chip Dschungeltempel. Da muss ich natürlich mal schauen, wo wir den finden. Wo waren denn diese Larven? Kann sich da jemand noch dran erinnern? Wir waren doch schon bei denen, ne? Wo die da überall alle rumgekraxt sind. Da hätten wir jetzt können wir sie gebrauchen, jetzt sind sie nirgends. Hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich gerade nicht mehr. Ah, nee, warte mal. Hier war die Distel. Hier waren die doch irgendwo. Hier war die Distel. Oh, das spawnt aber recht zügig nach hier, ne? Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir gleich auch mit. Dieser Bombardierkäfer. Oder nicht? Da ist auf jeden Fall die Distel. Schön. Schön, wie die jetzt mit einem Schlag kaputt gehen. Ja, war doch dieser Bombardierkäfer. Naja, wie dem auch sei, ich brauche Larven. Und wo waren die denn so massig? Mann.
hoch geht's wieder. Da geht's zum Burgl. Wir brauchen noch 3 von diesen Larven. Oh, das sind diese Baumwanzen. Und ich glaube, die sprühen Gift aus. Dafür brauchen wir die Gasmaske. Wo sehen wir denn jetzt hier auf der Map? Hier oben. Ja. Ich glaube, dafür brauchen wir die Gasmaske, um die zu machen. Das sind diese Baumwanzen. Geschichten. Wo waren denn die Larven, Leute? Krieg's nicht mehr zusammen. Hier saß eine. Willst du hier was zu trinken? Glück gehabt, wir brauchen auch nichts. Hier mal lang. Hier war wieder die Spinne, ne? Hört ihr das immer, dass das irgendwie wie so ein Auto klingt? Der Hammer, oder? Absolut, da sind wir wieder an der Base. Da wären wir wieder an der Base. Aber Leute, wir machen jetzt noch eins. Wir haben ja ein Bett stehen beim Burgl. Kommt, lasst uns fix zum Burgl gehen. Dann haben wir wenigstens die, können wir uns wenigstens eine neue Mission noch dazu holen. Aber ich will jetzt gucken, ob wir beim Burgl noch diese Grasgeschichte freischalten können. Weil wenn ja, können wir das gleich machen. Und dann weiß ich, was ich noch ein bisschen offscreen farmen kann dann immer. Ne? Das ist mir wichtig. Der Burgl ist da, in die Richtung. Ja, lauf doch durch. Oh fuck. Oh fuck. Wir hätten vielleicht doch so rumlaufen sollen. Lauf, Forrest, lauf! Oh Leute, wir haben die Smoothies. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich habe jetzt eben echt krass überlegt. Wir machen jetzt so eine Spinne. Attacke! Wir haben die. Oh, wie gut. Spinnenschulterpanzer. Oh, wie gut, Leute. That was refreshing. Ah ja. Und hier kriegen wir auch tatsächlich Leben zurück, guck mal. Oh, wie gut! Oh, haben wir einfach mal fix diese Schlippinne erledigt. Natürlich den ganzen Faden mit. Boah, das hatte ich, wusste ich, ich habe jetzt echt überlegt, machen wir die Spinne mal oder machen wir sie nicht, wenn wir jetzt schon so eine geile Waffe haben. Ja, ganz stark, dass das so funktioniert. Man muss nur gescheit blocken, ne? Dann geht's. Ach, geil. Geil. Finde ich gut. So, jetzt lasst uns aber mal zum Burgl gehen. Ah ja, da hinten sind diese Stechmücken. Seht ihr die? Die sind auch neu. Also was heißt Neues, kommt alle drauf an, wie lange ihr jetzt das Spiel schon spielt, ne? Leute. Wow, da wollte ich gar nicht hin! Leute, wo ist denn der Burgl? Bin ich jetzt bescheuert? Hinten ist der Burgl, ne? Ich bin völlig verkehrt.
völlig falsch. Mann, da ist noch ein Analyse-Ding. Komm, da gehen wir mal rein, wenn wir schon hier sind. Forschungsstation. Analysieren. Analysieren wir den Spinnenbrocken. Alter, hier war ich noch nie. Radnetzspinne, Wanddecker, Spinnenknieschoner, Spinnenhaube. Distel. Ja, schön. Stachelhalm. Stachelsprössling kennen wir schon, okay. Gießen. Sag mal, wo bin ich denn jetzt hier gerade? Ja, völlig falsch. Leute. Kann man sich so vertun, wie ich eben gerade? Guck mal, die Eicheln sind schon wieder nachgespawnt. Wir müssen weiter darüber. Alter, war ich jetzt falsch. Aber das ist gut zu wissen, dass da hinten noch so ein Ding ist. Seht ihr? Ja, hier sind teilweise die Eicheln auch schon wieder nachgespawnt. Ich dachte, wir wären hier. Ich war völlig falsch. Nee. Wir müssen da runter. Ich will zum Burgle. Und bitte ohne, dass die Spinne, weil so eine Spinne können wir jetzt machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so eine Wolfsspinne finden. Okay, hier ist nichts. Burgle! Ah, hier ist auch noch ein Analysegerät, genau. Ach, Ameise, mein Gott, bin ich eben erschrocken. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Handwerker, Schleimpilzfackel, herstellen Schleimpilzfackel, die nehmen wir mit. Sehr cool. Den Preis erwartet dich tief unter dem Blätterdach des Dschungels in einem überwucherten Tempel, nur erreichbar über Zweige und Lialen. Er ruht neben dem Metallarm der einst schlagenden Tempelherzen. Da muss ich mal gucken, was das damit gemeint ist. Okay, ich hätte aber gerne tauschen. Mehrgeschossige Base. Hier. Ja. Ein halber solider Boden kann auch als halbe Decke nutzen. Grasboden, ein solider Boden kann aber auch als Decke nutzen. Dreiecksboden, das ist das, was ich gerne hätte. Und das kaufen wir uns jetzt. Fackelverbesserung, befestigte Basen. Stabile Wand. Das können wir uns als nächstes holen. Alles klar. Alles klar. Und jetzt lasst mal herstellen. Basisbau. Graswand. Hier. Grasboden. Genau den habe ich gesucht. Oh, halber Grasboden. Das ist neu. Dreiecksboden. Ja, sehr schön. Genau das habe ich gesucht, Leute. Schön, dass wir das jetzt haben. Weil jetzt können wir anfangen anzuzeichnen. Und dann kann ich Material holen, ne? Dann geht's richtig rund. Dann kann ich hier farmen, was das Zeug hält. Wisst ihr was? Kann noch nicht schlafen, aber das mache ich hier. Ich laufe doch jetzt hier nicht im Dunkeln zurück. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zur nächsten Folge. Liebe Leute, in Grounded, dann geht's weiter mit unserem Max. Dann steht morgen auf dem Plan, die Base anzeichnen, fertig anzeichnen, zumindest mal den Grundrahmen anzeichnen. Dann will ich gucken, was kostet die Insektenaxt, dass wir da vielleicht dann auch ein bisschen kräftigeres Unkraut abbauen können. Und dann, ja, geht's mal ein bisschen farmen, ne, würde ich sagen. Zumindest mal so ein kleines bisschen, bevor ich dann offscreen den Rest mache. Eichelwendeltreppe. Ja, sehr geil. Da haben wir noch viel zu entdecken. Also, liebe Leute, vielen lieben Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin.